Das Rauschen der Großstadt, was für ein schönes Geräusch. Leute, ich bin ein bisschen überfordert. Willkommen zurück bei City Skylines. Letzte Folge, brauchen wir das Ding hier noch? Nee. Letzte Folge haben wir die U-Bahn gebaut. Guck mal jetzt, pass mal auf. Ich mache mal kurz Folgendes jetzt. Wir haben ja das Tool ausgestellt. Observatorium. Wo war das denn nochmal hier? Observatorium, Observatorium, Observatorium da, ne? 3. Jetzt haben wir da 3 von 1000 stehen. Wow. Wow. Okay, das ist doof. Also die Mods macht, dass wir das Observatorium nicht bauen können. Aus den Gründen, weil, naja, geht halt nicht. Ist egal, machen wir beim nächsten Mal irgendwie. Da oben sind wir nicht so ganz zufrieden, ne? Müssen wir nochmal einen Park hinbauen? Ein freundlicher Park aber. Oh, Lärmbelästigung sogar ein bisschen. Das ist ja strange. Naja, okay. Von mir aus außer gerne Lärmbelästigung. 6000 nur noch? Ach, wir haben keine Kohle mehr, oder wie? Wie kann das denn sein? Also, ist ja mal was ganz Neues hier. Hatten wir eigentlich bis dazu die ganze Zeit, ne? Kohle? Naja. Vielleicht da nochmal eins hinbauen und so. Dann müssen sich alle ganz schön... Das ist aber, glaube ich, nur sowas hier. Aber da müssen die auch so Sachen haben. Ansonsten werden die nicht aufsteigen, ne? Naja, Bodenrichtwert, Dienstleistungen, Pipapo, scheiß mich tot. Wir brauchen auch wieder neue... Ich bin so überfordert gerade, ne? Ich bin sowas von überfordert und komme nicht mehr klar auf mein Leben hier gerade, weil alles so viel ist für mich. Ich weiß es noch nicht. Wir haben hier jetzt momentan... Ach so, was haben die hier? Haben wir generell kein Abwasser mehr? Ach so, alles klar, wir machen wieder Abwasser. Nehmen wir mal. Wir haben ja auch dieses Wasseraufbereitungszeug, ne? Hier auch ökologisches Abwasseraufbereitungsanlärkchen. Müssen wir halt da hinten hinmachen, ne? Hier so vielleicht. Die Frage ist, bringt das auch... Ist das auch Abwasser ganz normales? Ja, ne? Wir können auch Heizungsrohre verlegen für irgendwelche Fälle der... Was weiß ich, was wir für Fälle haben eventuell. Haben wir jetzt Wasseraufbereitungsanlage angeschlossen? Können wir das bald ganz ummünzen, dass wir hier ein bisschen sauberes Ding haben? Und jetzt... Klack. Aber auch Knapikowski, ne? Wir leben am Limit mit unserem Scheiß. Was haben die denn alle für Probleme hier? Nicht genügend Verkaufswaren. Ja, was soll ich denn, wie soll ich denn da jetzt helfen, Leute? Bin ich hier der Bürgermeister oder nicht? Die Regale sind ja so dafür, dass genügend Industriegebiete die Ware für Gewerbe produzieren. Ja, das haben wir im Prinzip ja überhaupt nicht, ne? Wir haben ja keine richtige Industrie, sondern haben halt, ja, wir haben hier sowas, ne? Aber wir haben jetzt keine richtige Industrie, um... Wir haben echt gar keine einzige richtige Industrie, um ehrlich zu sein, ne? Das ist ein Problem normalerweise. Und wir brauchen auch schon wieder neue Wohngebiete. Es ist zum Teufel melken. Warum auch immer man Teufel melken sollte. Aber es ist echt schlimm. Wir machen nochmal kurz hier eine Abzweigung hin. So, Leute, perfekt. Und machen hier einfach mal... Hier ist doch schön. So für ein paar kleine Häuser am Waldesrand. Am Waldemar. So. So. Hier. Und vielleicht können wir das nochmal ganz schnieke machen, indem wir das hier so runterbauen. Ah, das. In meinem Auge ist das gerade ein schönes Gefühl, Leute. Aber mein Auge ist natürlich nur mein Auge. Ja, machen wir mal irgendwie so vielleicht. Und schließe es wieder mal so an hier. Vielleicht nochmal hier eine kleine Kreuzung hinmachen. Vielleicht nochmal hier eine kleine Kreuzung hinmachen. Okay. Und zwar, was ist, wenn wir hier oben, also hier unten, also da, also hier so, also ne, und so, Dingens hinbauen? Häuser? So, die Häuser, die es nie gab. Ne, die hier einfach unten dran sind, am, in diesem Gebiet. So, perfekt. Schön, schön, schön. Schöni, schöni. So, bis dahin. Und, hier oben machen wir halt ganz normale Gebäude hin, so, also hier so. Dann haben wir so einen kleinen Grüngürtel, der sogar noch abschließt mit so ein bisschen, wie nennt man's? Warte mal,
kommt nochmal kurz weg. Das kommt wieder hin irgendwie. So, perfekt. So, das kommt nochmal weg. Das kommt nochmal weg. So. Das nochmal hin. Mit so einer kleinen erhöhten Lage. Vielleicht können wir dazwischen nochmal Bäume klatschen, aber manuelle Bäume. Manuel. Okay, machen wir manuelle Bäume. Aber wir haben angeschaltet, angehalten, wir müssen weitermachen. So. Perfekt. Ups. Ich klicke wie wild. Ich hab einen krassen Klickspeed, Leute. Wie ihr wisst, habe ich den krassesten Klickspeed aller Zeiten. Minecraft hat mich da groß gemacht, deswegen kann ich jetzt groß machen, machen. So, haben wir einen schönen möchtegern Grüngürtel hin. Und jetzt brauchen wir hier nochmal Wasser weiter. Machen wir es mal so. Und so. Legen nochmal einen quer durch. So. Perfekt. Ja, jetzt haben wir Nachfrage. Dann müssten wir doch eigentlich auch was bauen da hinten hin, oder? Normalerweise schon. Warum bauen die denn nichts? Baut, Leute, baut! Ich spule mal vor. Jetzt bauen sie endlich. What the fuck? Machen hier nochmal ein Gebiet. Keine Ahnung, wie wir es nennen werden. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wie immer, ihr wisst ja, wie es läuft mittlerweile, der Hase. So, wir brauchen Ström. Vielleicht machen wir das wirklich da hinten hin. So. Ström. Okay, super. Dann haben sie halt da auch noch einen Weg. Dann kommen sie da rein, dann kommen sie da raus. Ja, okay, super. Dann haben wir da jetzt auch nochmal ein Gebiet geschafft. Wir haben natürlich noch nicht alle Gebiete ausgereizt. Hier sind wieder verlassene Gebäude, die automatisch aber jetzt explodieren werden. Hier haben wir... explodieren, ne? Also, nicht explodieren, sondern... Aber nur hier haben die nicht genügend Verkaufswaren, ne? Nur hier in diesem Bereich das Problem. Hier oben haben wir überhaupt keine Probleme, oder? Damit? Doch, da auch, ne? Leute, wir brauchen, glaube ich, normale Industrie. Ich glaube, wir brauchen normale Industrie. Da kommen wir nicht drum rum, denke ich. Auf kurz oder lang. Die Frage ist, machen wir Industrie vielleicht einfach mal hier so hin, in diesem Bereich? Und machen hieraus vielleicht, oh nee, ich mag das nicht schon wieder. Ich muss sowas hier machen. Kann ich mir das irgendwie abspeichern? Eigentlich konnte ich das irgendwie, es ging irgendwie, dass man Sachen kopiert, ne? Wie war das nochmal hier? Mark Selection. Der gute Mark. Ja, muss noch ein bisschen krasser gemacht werden. Warte mal. So. Und jetzt kopieren. Right-click to clear selection. Kann ich jetzt mit Steuerung C alles kopieren? Oh Gott. Kann ich sowas auch drehen? Okay. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. La-l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 a. La-l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 a. Okay, nochmal. alles klar, es funktioniert. Achso, Steuerung C. Warte mal, kann man das so schön anknüpfen, dass das hier exakt gleich aussieht? Nicht ganz, ne? Müssen wir nochmal kurz abreißen den Kreisverkehr. Ja, aber im Prinzip, okay, das ist vielleicht ein bisschen ungerade hier gerade. Also ein bisschen ungerade. okay, wir machen hier kurz einmal eine Dingens hin und dann, ja, Leute, ich weiß, es ist halt ein bisschen gecheatet so. Oh. Hat es eigentlich Geld gekostet gerade oder war das jetzt kostenlos für uns? Ich weiß es gar nicht genau. Aber wollen wir mal nicht so sein, oder? Das ist schon eine geile Erfindung, um ehrlich zu sein. Also wirklich, das freut. Das freut mich wirklich sehr, sowas. So, machen wir mal kurz hier so ein bisschen, schon hier so ein Auswahlwerkzeug. So, perfekt. Ja. Haben wir das so gemacht und dann machen wir es auch nochmal dahin irgendwie, so.
So und nach da. Und nach da dasselbe Spielchen. Alles klar, nach da. Ja, so. Und so, perfekt. Hier haben sie auch noch keinen Weg, wo sie dann lang könnten, rein theoretisch gesehen. Aber ist erstmal okay. Hier müssen wir den Kreisverkehr neu machen. So, ne? Perfekt. Der Kreisverkehr, den wir neu machen müssen. Oh ja, der Kreisverkehr. Ja. Machen wir es so. Machen wir wieder einen großen Kreisverkehr hin. Mwah. Ah, ist okay. Und hier müssen wir die zweispurige, einbahnige Autobahn sein. Einmal daran knüpfen, einmal hier ran knüpfen, bitte. Aber zum Mitnehmen. Und hier war das mit dem mittleren Weg. Mit dem mittleren Weg. Das hier war das. Machen wir es mal vielleicht irgendwie anders, indem wir so hingehen und das einfach mal so machen. Verschieben wir nochmal ein bisschen alles hier so hin. Machen wir es so. Okay, schön. Dann haben wir hier die Auffahrt, Abfahrt wieder perfekto gemacht. Vielleicht nochmal die Ampeln weg. Le Ampel und Le Ampel weg. Und hier müssten wir rein theoretisch auch wieder einen Kreisverkehr hinmachen. Es tut mir leid, es geht nicht anders. Dann haben wir da einen Kreisverkehr, haben wir da dasselbe Prinzip, ne? Das sieht schon sehr scheiße aus, um ehrlich zu sein. Aber was willst du halt tun? Ich meine, was willst du halt machen? Irgendwie muss man halt, oder? Muss man irgendwie? Ich glaube, man muss irgendwie schon so, ne? Passt das denn immer noch alles? So, darauf, ja. Ich will eigentlich keinen Kreisverkehr machen. Also eigentlich habe ich echt keinen Bock auf den Kreisverkehr. Ich würde lieber gerne ohne auskommen, aber ich wüsste nicht, wie. So, aber da könnten wir das rein theoretisch einfach nur so lassen. Ich meine, eigentlich haben wir natürlich hier, hier mehr als drüben an Verkehr, weil hier Industrie hinkommt. Ah, ist okay. So, und dann kommt hier irgendwo eine zweispurige Abfahrtsstraße hin. Vielleicht so in diese Richtung. Einfach mal gerade weg. Na, komm schon. Gerade weg. Und dann können wir hier so ein bisschen was hinhauen. Machen wir mal so ein... Das Pentagon... Quartal... Bereich. Irgendwie so. Wir brauchen ja auch so ein bisschen mehr, Hülle und Fülle. Wisst ihr, was ich meine mit Hülle und Fülle? Ne? Dann tut mir auch leid. So. Dann kommen sie hier halt rein, können da rausfahren. Kommen sie da rein, können sie da rausfahren. Ja, es ist doch wunderschön, Leute. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Also, ohne Witz. Also, der Bürgermeister hat aber ziemlich krassen Humor. Ja, bis da reicht dann quasi. So. Und so müssen rein theoretisch schon mal prophylaktisch mal wieder eine Feuerwehr hinmachen und auch eine Polizei. Prophylaktisch, Leute, das ist es halt, prophylaktisch. Brauchen hier auch wieder Wasser wahrscheinlich dahin. Legen wir es mal hier eben so rüber. Klack, 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 klack. So. Und Ström brauchen sie auch. Woher können wir den Ström vielleicht abknapsen? Daraus, super. Und dann dahin. Dann können die da halt eben auch anbauen, wenn sie wollen. Und dann haben sie da eben normale Industrie. Juckt mich halt auch nicht. Relativ krass. So, machen wir hier ein Gebiet hin. Ja, vielleicht brauchen wir das einfach mal so. Problem ist halt nur, brauchen wir da wieder eine U-Bahn hin? Nein, wir machen da bald mal Straßenbahn hin. Punkt aus Ende. Straßenbahn ist da. Da sind's, ja, wir brauchen halt Waren, ne? Wir könnten rein theoretisch auch eine Landstraße da lang führen lassen. Vielleicht eine etwas größere. Mit Bäumen. Mit Bäumen, Leute. So. Und so.
Und so. Und so. Und so. Oh, da ist jetzt eine Ampel hingespawnt worden. Super geile Sache. Ampel weg. Da Ampeln auch alle weg, wenn es denn geht. Ach, das ist gar keine. Super. Ja, aber so könnten wir rein theoretisch erstmal hantieren. Dann haben wir so ein bisschen was ausgebaut. Ja, also hier sterben uns alle weg, ne? Weil wir einfach nicht genügend Verkaufswaren haben. Das tut mir schon ein bisschen leid. Bekommen wir dafür wenigstens ein bisschen Monumente dazu, dass wir das dann schöner machen können? Null wieder. Eins. Eins. Wobei wieder null. Also die haben alle nicht genügend Ware. Ja. Die haben es angebunden. Also, ja, wir müssen mal abwarten, was hier raus entsteht. Da ist immer wieder alles voller Wasser. Teilweise ist auch immer super. Okay. Okay. Was haben wir denn hier so Schönes jetzt? Da fahren sie auch mittlerweile schön lang auf unserer Bundesstraße. Wir könnten auch rein theoretisch hier sowas hinmachen wie ein Stadion. So ein bisschen Dortmund-Style. Da kommt aber auch niemand hin zum Warenannahme, Abgabe und so, ne? Da haben sie auch nicht genügend Waren. Oh, da ist die Polizei, die immer mal Routine rumfährt oder so. Ja, also wir haben schon große Probleme aktuell. Das ist schon wahr, Leute. Opernhaus wäre auch nicht so schlecht. Aber wir müssten halt... Hier ist eine Ampel oder was? Ich sehe das doch. Ja, wir müssten rein theoretisch überlegen, ob wir noch einen Weg darüber legen vielleicht. Eine Brücke würde schon Sinn machen, auch wenn es einfach nur eine kleine ist. Ah, ist doch egal. Ob klein oder groß, ist mir eigentlich egal, sagte der Pädophile. Nein, Spaß. Okay, können wir da anknüpfen irgendwie an die Straße? Nee, ne? Aber wir könnten rüber. Was für eine schöne Kurve hier im Dingens. So vielleicht. Schau. 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 So. Schön smooth. Ja. Oh. Da rasselt es aber hier lang. Wir brauchen hier, glaube ich, noch... Einmal eine gute Anbindung ist gut, ne? Ist eine gute Anbindung. Feuerwehr aber nicht. Dann klatschen wir mal eine Feuerwehr hin. Und ein Arzt. Brauchen die da unten halt nur, ne? Ein Arzt. Komm. Klatschen wir mal einen Arzt hier unten hin. Vielleicht noch einen Friedhof hier ans Ende oder so. Ein Krimi. Auch nochmal hinten anbauen und so. Da haben sie da auch nochmal genügend. Da oben haben wir ja nur Scheiße. Da ist alles in Ordnung, glaube ich. Wir werden uns demnächst mal... Müllprobleme haben wir. Was sei aber für ein Gerücht hier. Ja, wir haben schon Müllprobleme, ne? Machen wir nochmal ein anderes Recyclingzentrum dahin. Da haben wir auch ein paar Müllprobleme, ne? Hm. Aber da haben wir auch schon so ein Müllding hin. Haben wir auch nochmal ein zweites dahin. Da haben wir eins, dann ein zweites dahin. Da haben wir eins, ein zweites dahin. Und da oben müssten wir halt rein theoretisch. Ne? Vielleicht können wir das in diese Richtung machen oder so. Obwohl es eigentlich kacke, weil dann müssten die immer... Wir machen es mal folgendermaßen. So, da oben einfach mal hin. Mal sofort zwei gemacht. Ist okay. Müssen wir vielleicht bald nochmal woanders hinstellen, weil da oben vielleicht noch andere tolle Sachen hinkommen werden oder so. Müssen da auf jeden Fall noch Strom hin verlegen, das ist ganz klar. Und ich glaube auch sogar Wasser. Bin mir zwar nicht sicher, aber ich meine schon. Genau. Ja. Die haben keinen Strom. Ach Quatsch. Wie habt keinen Strom? Warum bauten ihr dann dahin, wenn ihr keinen Strom habt? Alles super. Mhm. Wir werden nächste Folge uns mal vielleicht um Dingens kümmern, um Züge. Sogar die haben da Müllprobleme auf dem... Ja, Leute, was soll ich denn tun hier? Was soll ich denn tun? Machen wir hier noch so was hin.
Können wir das Budget irgendwie für den Müll noch nach oben heben? Haben wir schon nach oben gehoben, ne? Ja, was soll ich tun, Leute? Was soll ich denn tun? Da werden immer mehr Gebäude abgerissen. Alles geht hier zugrunde, mehr oder weniger. Uns geht's gerade nicht sonderlich gut. Vor allem, weil wir noch nichts bauen können, weil wir einfach noch nichts haben an Nachfragegebiete. Ja, nämlich hier erstmal alles ausgebaut. Schöne Industrie, es ist aber schön hier. Passt aber auch so ein bisschen, ne? So mit dem Berg drumherum. Passt das, finde ich, schon ganz gut zu so einer Industrie, finde ich. So, das macht schon Sinn. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen alles anheben, so. Vor allem die Steuern. Dass wir hier nochmal so einen kleinen Berg bekommen. So, wow. Wumms. Dann haben wir das quasi hier so komplett eingebergt. Nehmen wir dann quasi Andrea Berg, nennen wir hier das Viertel. Okay, super. Perfekt. So. So. Können wir uns reinstellen? Ja. Vielleicht noch hier so ein bisschen höher machen alles. Perfekt. Perfekt. So, geil. Okay, Leute. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Ach, die haben auch Müllprobleme hier oben, ne? Müll. Machen wir mal dann hier hin. Kommt auch noch ein Müllbereich dahin. Super, vielleicht nochmal ein zweites. Wir haben gerade die Kohle dafür. Okay, Leute. Kreuzungen und Verkehr. Ja, ich weiß, es mir aber egal. Geht. Alles halb so. Warum ist der so elendig? Warum drehen die alle hier so? Die wollen da rein. Alles halb so wild. Bis zum nächsten Mal. Ich sage jetzt weiter da rein. Macht's gut. Bis dann. Das ist ein Nämchen nach oben da. Tschüssikowski. Tschüss.